Wort, Herr Bürgermeister. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, der wievielte endgültige Schlussstein in dieser Sache das ist. Ich habe ja wesentliche Teile des Dramas weniger als Münchner Oberbürgermeister mitbekommen, als vielmehr als Städtetagspräsident in den besonders turbulenten Jahren. Wir haben ja schon mal geglaubt, dass mit der Verabschiedung des Gesetzes nunmehr alles klar sei und sind dann in München sehr schnell an die Umsetzung gegangen mit dem Sozialreferenten Frieder Graffe und dem Chef der Münchner Agentur Werner Walzel. Das hat sich dann nach anfänglichen Schwierigkeiten, die es überall gab, auch sehr gut eingespielt. Und kaum, dass es sich richtig gut eingespielt hatte, kam das Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass es so ja nun überhaupt nicht geht. Dann hatten wir wieder lange turbulente Zeiten. Ich habe erst noch mit dem Minister Clement eine Vereinbarung getroffen, wie man die Konflikte mit der ja sehr zentralistisch denkenden Bundesagentur etwas reduzieren kann. Das ist ja das Schlimme, ja. Dass ihr auch noch dezentral handelt. Das ist Katastrophe. Und dann wurde es noch besser. Wir haben dann mit dem damaligen Minister Olaf Scholz überlegt, wie eine Zusammenarbeit unter einem Dach aussehen könnte, wenn eine Verfassungsänderung auf Teufel komm raus verweigert wird. Aber plötzlich wurde dann von anderen Unionspolitikern verweigert, dass es irgendeine Neuregelung ohne Verfassungsänderung geben kann. Und das ist jetzt spätestens der Augenblick, wo vernünftige Journalisten aufgehört haben, laufend über die Sache zu berichten, weil sie ohnehin kein Mensch mehr versteht. Wir haben dann eine Verfassungsänderung bekommen, die wiederum zwei Möglichkeiten vorsieht. Einmal einen Regelfall, das will ich deutlich sagen, weil manche in der Öffentlichkeit so tun, als ob man hier nach Belieben auswählen könnte. Es gibt von Verfassungswegen einen Regelfall. Und das ist die gemeinsame Einrichtung von kommunaler Sozialverwaltung und Bundesagentur für Arbeit. Ich halte es auch vernünftig, dass es diesen Regelfall gibt und dass es der Regelfall ist, weil das Know-how der Sozialverwaltung bei der Betreuung und das Know-how der Arbeitsvermittlung bei der Vermittlung von Arbeitsverhältnissen eben zusammengelegt werden soll und man nicht wie früher jahrzehntelang nebeneinander herwerkeln soll. Also diese Zusammenarbeit ist der Regelfall, aber es gibt auch die Möglichkeit, sich darum zu bewerben. Nur über die Bewerbung kann man entscheiden, nicht über die Entscheidung selbst, eine sogenannte Optionskommune zu werden, also der Bundesagentur ihre ureigenste Aufgabe im örtlichen Bereich in Bezug auf die Dauerarbeitslosen wieder abzunehmen. Und da hat es in der Tat, da verrate ich kein Geheimnis, heftige Meinungsunterschiede gegeben, übrigens nicht nur in München, sondern in fast allen Großstädten. Überall waren die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür, dass optiert wird, weil man lieber sozusagen im eigenen Haus arbeitet, als mit einer Zentrale in Nürnberg zusammen. Es waren aber fast genauso einheitlich überall die Oberbürgermeister wie ich der Meinung, dass die Zusammenarbeit der bessere Weg ist, weil wir den Bund auch nicht aus seiner Verantwortung für die Dauerarbeitslosigkeit entlassen wollen. Also es ist nicht nur Wertschätzung, die wir natürlich auch empfinden, für die verdiente Bundesagentur für Arbeit. Es ist schon auch eine Frage der Zuordnung von Verantwortung
für das Thema Dauerarbeitslosigkeit. Ich denke, die wirtschaftspolitische Kompetenz liegt beim Bund und sein Instrument zur Arbeitsvermittlung ist die Agentur und die sollte auch in München auch in Zukunft ihrer Aufgabe nachgehen. So, jetzt hat der Stadtrat aber gesagt, wir wollen bei beiden Lösungen wissen, wie die konkret ausgestaltet werden könnten. Und in dem Zusammenhang kann ich wirklich mich bedanken bei der neuen Sozialreferentin, aber ihr auch gratulieren. Denn es ist im teilweise ja wohl ziemlich nachdrücklichen und vorübergehend sogar heftigen Verhandlungen gelungen, die Fragen, die zwischen Kommunalverwaltungen mit ihrem Wunsch nach Selbstständigkeit und der Bundesagentur mit ihrem ebenso verständlichen Wunsch nach wirtschaftlichen und bundesweit möglichst einheitlichen Standards, da eine Lösung zu finden, die die gemeinsame Einrichtung noch plausibler macht, als sie es zunächst einmal nach dem Gesetzeswortlaut ist. Da bedanke ich mich bei Heinrich Alt als Vorstandsmitglied der Bundesagentur und bei Herrn Becking hier als Münchner in der freien Wirtschaft, würde man sagen Niederlassungsleiter, als Chef der Agentur in München, dass wir heute eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnen können, die zeigt, dass in den Jahren der Zusammenarbeit 2005 doch viel wechselseitiges Verständnis und viel Kompromissbereitschaft entgegengebracht wurde, sodass es heute nicht nur zwei Kulturen gibt, die da aufeinanderprallen, so war das wohl am Anfang, sondern dass es jetzt auch eine Kultur der Zusammenarbeit gibt. Und die wollen wir pflegen. Ja, schönen Dank, Herr Oberbürgermeister. Was die Geschichte angeht, kann ich mich anschließen. Ich habe die auf der anderen Seite bei der Bundesagentur auch erlitten und ertragen und habe mich mehrfach auf unterschiedliche Organisationsmodelle vorbereiten dürfen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben zweimal die getrennte Aufgabenwahrnehmung erfunden und zweimal die Kooperation. Und ich hoffe, dass wir jetzt bundesweit, aber auch hier in München, eine stabile Organisationsform gefunden haben. Denn wir sind ja nicht dazu da, permanent neue Verträge auszuhandeln, sondern wir sind hier in München dazu da, dass 77.000 Menschen, die derzeit Sozialtransfers beziehen und dies ungern tun, die Chance kriegen, aus diesem Bezug rauszukommen. Das ist unsere Aufgabe, die steht im Mittelpunkt. Und darum wollen wir uns auch kümmern. Die Stadt auf der einen Seite, was ihre gute soziale Infrastruktur, was kompetente, engagierte Kolleginnen und Kollegen in der gemeinsamen Einrichtung angeht und auf der anderen Seite die Bundesagentur mit ihrer arbeitsmarktpolitischen Kompetenz und mit ihrer Transparenz des bundesdeutschen Arbeitsmarktes, denn ein Münchner, der 20 Kilometer weiter einen Arbeitsplatz findet, ist auch eine gute Integration. Das kann nicht alles unter dem Kirchturm stattfinden oder beim Rathaus, sondern wir verlangen ja auch ein gewisses Maß an Mobilität. Ich habe mich heute zu bedanken bei den beiden, die in der Hauptsache den Vertrag ausgehandelt haben, Herr Becking und Frau Meier. Ich finde, das ist ein gutes Ergebnis. Es wurde in den letzten Jahren ja viel oder in den letzten Tagen viel über Zwangsheirat diskutiert. Das ist keine Zwangsheirat. Es ist vielleicht noch keine Liebesehe, aber es ist eine ausbaufähige Vernunftehe, die wir hier schließen. Und zwar von dem vernünftigen Gedanken beseelt, der Bund bleibt in der Verantwortung für die Langzeitarbeitslosen und die Kommune tut mit ihrem Personal und ihrer Infrastruktur alles, was man braucht, um eine ganzheitliche Integrationsstrategie zu entwickeln. Denn wir wissen, viele Menschen, die bedauerlicherweise in der Grundsicherung sind, können nicht mit Arbeitsmarktpolitik allein wieder eine existenzsichernde Beschäftigung finden. Es stehen häufig viele soziale Probleme dem entgegen und da hat die Stadt die Expertise, die Kompetenz, ausgewiesenes Personal, das uns hilft, Arbeitsmarktpolitik und Sozialpolitik so vernünftig zu kombinieren, dass der Mensch eine Chance hat, in Ausbildung und Beschäftigung zu kommen. Und dass das gut in München gelingt, Sie haben jetzt die Werte nicht vorgetragen, aber ich kann es von meiner Sicht aus sagen, hier in München wird hervorragende Arbeit geleistet. München steht im Vergleich mit anderen Großstädten. Ich sage das jeden Tag, das kann ich nicht bei jedem Thema machen. Dann darf ich es mal heute sagen, München steht im Vergleich mit vielen anderen deutschen Großstädten wirklich brillant da. Wenn wir überall die gleichen Probleme hätten wie in München
wären meine Sorgen ein gutes Stück kleiner. Aber immerhin 77.000 sind es noch in München, um die wir uns kümmern müssen, davon 29.000 arbeitslos. Die Entwicklung ist positiv, wir wollen diese positive Entwicklung fortsetzen und wollen jetzt natürlich auch die Chance nutzen, die gute wirtschaftliche Entwicklung bietet. Und wir hatten heute Morgen gerade eine Pressekonferenz in Nürnberg, haben dort auch, nachdem die Ministerin das gestern schon verkündet hatte, nochmal bestätigt, dass die Zahlen unter 3 Millionen gefallen sind. Das ist richtig. Und wir wollen das auch fortsetzen, denn unsere Aufgabe hört ja nicht damit auf, dass wir jetzt 2,9 Millionen Arbeitslose haben. Denn das sind immer noch 2,9 Millionen zu viel und um die wollen wir uns kümmern. Ich glaube, was jetzt im Mittelpunkt steht, ist wirklich, dass wir unsere Kollegen begeistern von dieser neuen Aufgabe von beiden Seiten, zu sagen, wir haben einen guten Auftrag, wir sind in der Verantwortung für die Menschen, wir nehmen den wahr, wir haben gute Rahmenbedingungen, unter denen wir den Auftrag wahrnehmen können und wir können erfolgreich sein im Sinne der Münchner Bürgerinnen und Bürger, die Transferleistungen beziehen. Und in der Richtung werden wir auch unsere weitere gute Zusammenarbeit fortsetzen. Und ich bin froh, dass der Münchner Stadtrat als gewählte Vertretung dieser Stadt sich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Das zeigt ja auch, dass man das Problem sieht und dass man auch eine hohe Bereitschaft hat, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden und auf dem Weg wollen wir weiterarbeiten und ich sehe wirklich für unsere gemeinsame Arbeit in München eine gute Perspektive. Darf ich was sagen? Zur Vereinbarung. Also vielleicht zuerst mal, man muss in dem Zusammenhang vor allem auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, sowohl auf der BA-Seite als auch auf der städtischen Seite. Das hätte alles nicht funktioniert, wenn wir nicht die gute Zusammenarbeit und die gute Zuarbeit der zweiten Ebene bekommen hätten. Was jetzt vorliegt, ist ein guter Kooperationsvertrag, bei dem sich beide Seiten sehr stark bewegt haben. Ich denke, die meiste Bewegung ist bei dem Thema Personal vonstatten gegangen. Die Bundesagentur hat eine sehr zentralistische Auffassung bezüglich ihrer Steuerung. Man hat die Vorstellung, dass von Flensburg bis... Wir haben auch immer den Hauch von Berlin im Nacken, das muss man auch uns hin und wieder mal zugestehen. Das verstehen wir auch, aber ich glaube, deswegen war es auch so schwierig, dass sie immer wieder die kommunale Sichtweise mit der Bundesagentur-Sichtweise so kompatibel gemacht worden ist, dass man sich am Ende gut hat einigen können. Und das ist passiert. Ich denke, die Eckpunkte sind eine gute Fallzahlquote, die sich sehen lassen kann und dass das SBH-Konzept in großen Zügen auch weiter funktionieren wird und dass wir weiter auch dezentral in unseren 13 Sozialbürgerhäusern aufgestellt sind und dass ich jetzt hoffe, das wurde ja schon gesagt, dass das Personal, das eine andere Idee hatte, das Personal wollte weitgehend die Option, dass wir das Personal jetzt motivieren können und mitnehmen können, diese gemeinsame Einrichtung gut umzusetzen. Ich denke, das ist für die Bürgerinnen und Bürger in München eine gute Lösung und in diesem Sinne auf eine weitere gute Zusammenarbeit, Herr Becking. Ja. Herr Oberbürgermeister, heute ist der Tag der Arbeitsmarktdaten und ich habe mir speziell nochmal für diese Veranstaltung die Referenzstädte von München nochmal angeschaut, wie Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg und Berlin. Keine andere Stadt, die ich jetzt genannt habe, hat einen stärkeren Rückgang an Arbeitslosigkeit als München. Und wir sind die einzigen als Wirtschaftsraum München, die sogar zweistellig zurückgehen. Warum, und zwar in Form von 11,4% gegenüber dem letzten Jahr. Warum sage ich das? München hat kürzlich eine Auszeichnung, einen Siegel bekommen, München die soziale Stadt. Wenn es etwas gäbe für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und eine Leistungsfähigkeit in dieser Richtung, denke ich, würde es München verdienen, auch an dieser Stelle ausgezeichnet zu werden. Und es ist auch ganz wichtig, dass dort, wo Sozialstaat praktiziert wird, wo München sich ja sehr, sehr stark engagiert mit eigenen finanziellen Ansätzen im sozialen Bereich auf der Arbeitsmarktseite, das im Grunde auch seine Basis hat in der wirtschaftlichen Stärke. Und da kann ich Ihnen nur wirklich herzlich dazu gratulieren, dass Sie in diesem Konzert der großen Städte ganz hervorragend dastehen. Und nicht nur im Arbeitsmarkt insgesamt, sondern auch im Bereich des SGB-II haben wir den stärksten Rückgang im Vergleich mit allen anderen Großstädten. Und es gelingt uns damit auch, die Menschen, die im Hartz-IV-Bezug sind, von dieser positiven wirtschaftlichen Entwicklung profitieren zu lassen.
Und deswegen bin ich auch zutiefst der Überzeugung, dass wir mit der Kooperation, die wir in den letzten 5 Jahren hier praktiziert haben und die wir jetzt auf ein gutes rechtliches Fundament gestellt haben, auch die Voraussetzungen dafür schaffen, durch das Einbringen von beiden Stärken, Kommune im sozial-integrativen Bereich, wir im arbeitsrechtlichen, im arbeitsmarktlichen Bereich, dass wir das, was an München an Dynamik wirtschaftlicher Art zu spüren ist, für die Menschen, die noch im Hartz-IV-Bezug sind, bestmöglich nutzen und damit auch präventiv im Sinne von Verhinderung von Altersarmut, von Kinderarmut etc. wirken. Und das macht in seiner Gesamtheit die Stärke von München aus. Ich darf meiner harten Verhandlungspartnerin, Frau Meier, und die hat ja wirklich Haare auf den Zähnen, also wir haben zum Teil verhandelt bis in die Nächte und wir waren auch manchmal kurz vorm Abbruch gewesen, aber es gab immer wieder eine Lösung und das schätze ich an Ihnen sehr, Frau Meier, und ich gebe Ihnen das Versprechen ab, dass wir unsererseits versuchen, bestmöglich in der schwierigen, politisch schwierigen Situation, weil nicht alle sind davon überzeugt, dass der Weg der richtige ist, aber wir machen das Ding zu einem erfolgreichen Unternehmen und dazu werden wir bestmöglich beitragen. Das verspreche ich Ihnen. Vielen Dank. Na, dann unterschreiben wir. Den kriegt man immer geschenkt. Hinterher. Da würde ich mal fragen, ist der vom Protokoll oder ja, vom Standesamt? Ja, das wird ja zur Ehe passen, zu meinem Bild von Ehe. Dann können wir wieder wechseln. So, dann wechseln wir nochmal.